Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Beim letzten Part sind wir hier bei dieser wunderschönen Aussicht stehen geblieben. Und ja, wir werden jetzt leider ein paar Tiere erledigen müssen, würde ich sagen. Aber erstmal gucken, was ist das denn? Okay, ich dachte, da passiert irgendwas. Ja gut, wo sind denn jetzt meine schönen Tierchen hin? Hey, bleib stehen! Eine Sau! Eine Sau! Gut, die Sau ist erledigt. Okay. Herstellen. Da bist du 15 Pfeile. 4 Sprengpfeile, 4 Brandpfeile und 15 Bolzen. Das machen wir auf jeden Fall. Nebel. Hä? Zutaten. Dreimal Nebelpaderfell. Ich kenne Leopardenfell, aber Nebelpaderfell? Meine Güte, die entwickeln immer was Neues. So, Messerwurf. Ja, wir haben ja immer noch einen. Ich weiß nicht. Du wirst erfahren, du doppelt so viele Blätter von einer Pflanze zu sammeln, die du aberntest. Das machen wir mal. Okay. Dann begeben wir uns jetzt mal auf eine Reise, würde ich sagen. Gut, ich nehme mal mit dem Wagen, kann man bestimmt hier durchfahren, oder? Ne? Ne, jetzt, oder? Okay, ich dachte, das wäre so ein Geländefahrzeug. So, jetzt müssen wir erstmal einen Weg nach oben finden. Und werden jetzt wohl die restlichen über 800 Meter laufen müssen. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl. Okay, warte mal. Wow, ist das weit. Okay. Ich bin auch echt dämlich jetzt. Ich muss jetzt wieder erstmal zurück. Wir müssen irgendwie auf die Straße kommen. Wir müssen da oben irgendwie hochfahren wahrscheinlich. Tut mir leid, Alter. Aber ich glaube, das Feld können wir gebrauchen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ins Dorf am besten. Da ist ja auch schon das geliebte Dorf. Nein, ich lasse euch natürlich ein Leben. Keine Panik, ihr braucht nicht wegzurennen. Gut, gut. Ist denn hier kein Auto? Nix? Ach ja. Das Auto habe ich ja zerschrottet gerade. Okay, schon wieder Schießgeräusche. Und hier ist... Ach du Scheiße, was ist... Ein Helikopter. Gefahren. Zumindest sieht es fast danach aus. Okay. Wir wollen mal ein bisschen fliegen. Halten zum Aussteigen, steigen. Okay, wow, 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 wow. Okay. So flattern wir damit. Wie hoch wir wohl mit dem Ding kommen. Kann mir mal jemand sagen, warum ich mich gerade von meinem Ziel immer mehr entferne? Ja. Leuchtet auch gerade irgendwie voll ein, wohin ich jetzt muss. Ach, da hinten. Ach du Scheiße. Eine Rauchwolke, Leute. Eine fette, schwarze Rauchwolke. Das ist gar nicht gut. Was ist denn jetzt hier los?
Ja, schön. Was? Nein! Nein, nein! Puh. Gerade. Hä? Okay, ich brauche Schützenhilfe. Nein, ich brauche Schützenhilfe. Okay. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Aber fliegen wir mal weiter zu unserem Ziel. Ja, was für eine schöne und herrliche Aussicht, nicht wahr, Leute? Ey, wo fliegst du denn hin? Ey, nicht schon wieder! Dreckskiste! Wie lande ich mit dem Ding? Nein! AJ! Leute, wie dämlich muss man sein? Sehr dämlich, würde ich mal sagen. Irgendwie. Okay. Das leuchtet mir zwar jetzt nicht ganz ein, wieso der jetzt nicht gelandet ist, aber das Ding ist ja nicht immer noch in der Luft, oder? Also wenn das Ding immer noch in der Luft ist, das würde mich echt wundern. Lara des goldenen Pfads. Okay. Ein Toter! Bruder! Was ist mit dir geschehen? Ich darf dich doch mal ausrauben? Okay, ach du Scheiße. Noch einer. Wer hat euch das angetan? Eine Assassine! Jäger. Wow. Okay, mal durchsuchen, was der Typ bei sich hat. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt eine Waffe bei mir habe, anstatt Pfeil und Bogen. Infos gefunden, 3 Stück. Ja, was denn für Infos? Okay. Scheiße. Okay, was ist denn in der Truhe? Ist das eine Info vielleicht? Sieht nicht so aus. Jetzt bräuchte ich mein Adlerauge. Von Assassin's Creed. Und wenn man weiß, wo was versteckt ist. Okay, hier vielleicht. Ah, gut, ein Päckchen Leben. Eine riesige Statue. Und Munition. Das ist doch mal schön. Gut, noch eine Kiste. So, vielleicht sind ja noch mehr von diesen Typen hier. Okay, die Musik ist aber auch sehr dramatisch. Da muss man echt schon mal sagen, das haben sie echt gut hinbekommen, die Mischung. Okay, ein Fischchen. Den erledige ich aber jetzt nicht. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wie ist das gemeint, Sammelinfos? Ja, dass da ein Fisch ist, weiß ich. Aber was mit dem Rest? So, ich laufe hier hin.
Also, hier muss irgendwas sein. Aber ich finde hier nicht. Beutetasche voll. Okay. Ich habe aber auch den Typen erledigt. Vielleicht sollte der mir irgendwas noch sagen. War ja ein glatter Kopfschuss. So, ich werf dich mal ins Feuer. Achso, jetzt sind hier auf einmal Ziele. Okay, muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Okay, und wenn das jetzt da ist, wo ich jetzt denke. Wow. Tut mir leid. Ich weiß ja nicht, ob der Fisch gefährlich ist. Aber ich werde da hin müssen. Cooler Fisch. Da ist überhaupt kein. Ich würde mal sagen, das ist ein Krokodil. Also so eine Art Mischprodukt irgendwie. Okay, aber nichts wie schnell hier durchsuchen. Weil uns schon die Luft wieder ausgeht. Ja, AJ, halt durch! Siehste, AJ, hast doch durchgehalten. So, jetzt brauchen wir noch eine Info. Dann haben wir die drei Infos zusammen. So, ich erledige dich! So. Die sind aber wirklich ganz schön leise und raffiniert, die Typen. So, du bist also das letzte. Das letzte Opfer, was ich begutachten soll. Gut, gut, gut. Und was jetzt? Checkpoint. Amita, ich hab die Infos. Okay, AJ, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Okay, dann gehen wir mal zum anderen Camp. Aber ich hoffe, wir finden gleich irgendwie unterwegs ein Auto. Aber die Musik ist wirklich düster. Aber auch die ganze Umgebung. Ich meine, so wie es da aussieht, ist er jetzt hier abends. Und wie dann die Farbe morgens sich, also von der Sonne her, und wie hell das dann wird, ist dann schon echt. So, erledigt. Ja, zwei, drei Schüsse und dann sind die schon K.O. Also dafür, dass das so berühmte Jäger sein sollen, so wie ich da verstanden habe, sind die ganz schön schwach. What? Fuck. Fuck! Der hat mich hier angeschossen gerade. Gut, gut, AJ. Pass schön auf. Sonst passiert noch irgendwas. Dieser scheiß Vogel geht mir aber auch auf die Nüsse. Ich komme, Leute! Okay. Wer? Lass mich in Ruhe. Ja, okay. Okay, das war jetzt natürlich krass. Okay, ich bin direkt mit der Machete so gesehen reingerannt. Das war vielleicht jetzt weniger gut. Ja, klar. Die Tiere haben natürlich auch einen guten Instinkt. So, kratz ab. Nein, hier ist keiner. Boah, ich reiß ja auch alles raus. Ja, spüre du mich auch.
AJ! So. Schnell, wir müssen uns irgendwie heilen. Mann, lass mich doch mal in Ruhe, du Penner! Boah. Wisst ihr, das ist doch echt bescheuert. Der Wolf riecht mich und alles. Und ich muss mich natürlich gegen den wehren. Und dann hören die mich doch schon. So. So, komm nur her, du scheiß Kackwolf. Ich hab eine ganze Patrone für dich. So, von dir bleibt auch nichts mehr übrig. Siehst du, von dir ist nichts übrig geblieben. Hab ich doch gleich gesagt. Los, AJ, lad nach. So. Verbrenn dich selber, du Penner. Ja, ich hab die Kugel auch für dich reserviert. Und für deinen Bruder. Und vielleicht noch für deine Schwester. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Oh Mann! Scheiße, ich habe keine Patronen mehr! Oder zumindest weniger. Wo ist dieser Bastard hin? Heilige Scheiße! Gut gemacht, AJ. Aber es nützt mir auch nichts. Ich habe keine Kugeln mehr. Ich wollte eigentlich den Pfeil und Bogen von dem haben. Wow! Das gleiche kann ich auch, Alter. Aber er kann es einfach besser. Okay. Wo ist der Penner hin? Yo, ich habe ihn mit seiner eigenen Waffe erledigt. Yeah! Mission beendet. Jagd eure Jagd werden. Amita, wir sind alle tot. Verdammt, das waren gute Männer. Sag mir, dass sie nicht umsonst gestorben ja. sind. Hast du die Infos? Eine Karte von einem Tempel oder so. Okay, AJ, das könnte wichtig für uns sein. Ich überprüfe das. Danke, dass du das erledigt hast. Okay. So. Karma. Okay. Unser Karma scheint uns ja gut gesonnen zu sein, würde ich mal sagen. Ja, du wirst auch gleich sterben, wer auch immer du da herumbrüllst. Okay. Ja, stirb du. Und weg mit dir. Okay, Karma-Ereignis abge... Was war das denn? Oh, wir müssen uns heilen. Soll ich abmuchsen? Nee, wir sind Brüder. Ja klar, was denn? Mir ewig vor.
wachsam bleiben! Okay. Hat zwar jetzt keiner, was der Typ wollte von mir, aber egal. Ach du Scheiße, ein Nashorn. Ja! So, immer schön in die Fresse. So. Ach du Scheiße. Wir haben uns gerade noch unterhalten. Boah, und schon ist er tot. Na gut, schnappen wir uns das Nashorn noch. Beutetasche voll? Okay. Dann leeren wir die doch mal. Ja, die tun wir mal weg. Und schon haben wir unser Nashorn. Oh, da oben ist noch eins. Gut, jetzt muss ich doch mal kurz auf die Karte gucken. Warte mal, wir haben Fähigkeiten wieder. Oh ja, okay, gucken wir ein anderes Mal nach. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay. Ach, dahin. Okay. Sind wir auf dem richtigen Weg zu unserem Ziel. Ist nur nett mal, wäre nett, wenn... Ah, da haben wir schon ein Auto. Ey, Leute, Leute. Hey, hey, hey. Kann ich euer Auto haben? Danke. Gut, nimm's ruhig. Ich geh dann wohl zu Fuß. Kein Problem. Danke. Mann, wie nett die sind. Echt krass. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Heimatschutz. Diese Botschaft geht an alle mit. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich für diesen Part von euch hier. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, unterstützt das ganze Projekt auch ein wenig mit einem Daumen nach oben oder ein Abo. Und vergiss nicht, besucht mich auf Facebook oder Twitter. Die beiden Links zu den jeweiligen Seiten findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Also, ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Part. Bis dahin.